Mit Nieten, besonders Hohlnieten, lassen sich im Accessoire-Bereich tolle Akzente setzen. Bisher jedoch habe ich es vermieden, sie zu verwenden, weil ich es ganz einfach nicht hinbekommen habe, die Teile mit dem Hammer vernünftig und, was wichtiger ist, auch schön anzubringen. Ich habe aber jetzt für mich eine Möglichkeit gefunden, mit der es wirklich einfach ist, und die möchte ich dir heute zeigen. Du benötigst die Vario-Zange von Prüm. Ansonsten musst du zwei Pakete mit Druckknöpfen vom gleichen Hersteller kaufen. Aber nicht die Nachfüllpackungen, sondern die mit dem Einschlagwerkzeug für die Arbeit mit dem Hammer oder eben mit der Zange. Aus beiden Verpackungen nimmst du den weißen Kunststoffeinsatz für die Zange und zusätzlich eine der schwarzen Unterlegscheiben. Ich habe übrigens sowohl mit 6 mm als auch mit 8 mm Hohlnieten gearbeitet. Es geht also beides bzw. auch andere Größen. Ich werde mit den Nieten im Bereich der Henkel meiner neuen Tasche, ja, die Anleitung ist gerade in Arbeit und kommt auch bald raus, als dekoratives Element arbeiten. Zuerst markiere ich die Position der Niete und stanze damit Hilfe einer Lochzange ein Loch aus. Dann schiebe ich den Nietenteil mit dem Steg von vorne nach hinten, weil das ist die schöne Niete und die sollte auf der Vorderseite zu sehen sein, durch den Stoff und setze von hinten das Gegenstück auf. Das Ganze kann man schon mal ein bisschen zusammendrücken und hält auch schon. Jetzt legst du auf die Niete der Unterseite die schwarze Unterlegscheibe und danach setzt du beides auf die Zange bzw. auf eine Seite der Zange. Der Nietenkopf der Oberseite wird in die Schale des Kunststoffeinsatzes gelegt. Und jetzt brauchst du nur noch die Zange kräftig zusammenzudrücken und schon sitzt die Niete. Und jetzt macht es auch Spaß, Nieten nach Lust und Laune einzusetzen. Also ich werde das mit Sicherheit tun. Ich hoffe, dass das Video hilfreich war und es dir gefallen hat. Wenn es so ist, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Klickst du in dem Zuge auf die kleine Glocke, wirst du immer gleich benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ganz liebe Grüße, deine Ann-Christine.